So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn mit mir, dem Gorbinski und der netten Eloy, die ihr hier seht. Und wir haben das letzte Mal hier dieses Lager komplett ausgeräuchert. Ganz unten ist noch ein Gegner, ich weiß aber nicht. Den müssen wir wahrscheinlich auch noch machen, sonst kommt er hier hoch. Ich probiere es jetzt aber erstmal so. Ich habe fast keine HP mehr, ich habe gar nichts mehr. Es ist echt sehr, sehr knapp alles. Und dementsprechend schließe ich jetzt mein Handy an, damit es auflädt. Das hat nämlich nur noch 6%. So, wir sind zurück. Wir gehen jetzt da vorne in die Tür. Das haben wir schon mal probiert. Wir sind kläglich gescheitert. Jetzt gucken wir mal, was da passiert. Und es ist jetzt wesentlich dunkler als beim letzten Mal, als ich es probiert habe, weil es Nacht ist. Der Wald sagt, er soll Dreck fressen. Es kann sein, dass der eine Zerstörer jetzt von unten noch kommt. Dann habe ich gelitten. Aber hier gucken wir jetzt einfach mal, ne? So, ich will noch ein bisschen schneller rein, weil ich muss jetzt gleich loslegen hier. Und ich habe gerade gemerkt, ich habe vergessen, Pfeile zu orgen. Das ist sehr dumm. Gucken, was passiert. Wahrscheinlich werde ich sterben. Ah ja, natürlich. Ich habe gar nichts gemacht. Und schon werde ich sterben. Hallo? Schon, Junge. Where are you? Darf das wahr sein? Wie viel hält der denn aus, bitte? Oh oh. Gibt hier nichts zum Verstecken, ne? Hier. Alter. Keine Munition ist schlecht. Deine Munition ist ganz, ganz übel. Holt sie euch einen nach dem anderen. Risiko. Erster muss da drin sein. So muss das. Jetzt gucken wir erstmal, was der hat fallen lassen. Hoi. Der hat einen Fokus, einen Doppelfokus. Damit schützen sie sich wahrscheinlich vor diesen schrecklichen Tönen. Ach nee, ist ein Ohrstöpsel. Okay, was auch immer das ist. Deaktiviere die Schallbarriere. Okay, aber ich will jetzt erst nochmal da vorne hin den looten. Das wäre wesentlich wichtiger jetzt erstmal. Das nehme ich mit. Ah, okay, alles klar. Das nehme ich nicht mit. Ich habe fast keine HP mehr. Ich hoffe, das wird soweit abgespeichert. Gibt es hier noch irgendwas, was ich looten kann? Naja, nur er rennt, ne? Ich habe wirklich null Heal. Das sieht doch alles nach Schatzkisten aus.
untersuche Derwalds Werkstatt. Ich habe ein bisschen Befürchtung, dass da noch irgendwelche Viecher drin sind. Ich lade erstmal nach. Ich habe schon wieder keinen Draht, ne? Es ist so fies einfach nur. Okay, es scheint niemand mehr da zu sein. Erster! Versuch. Hey, ich hätte bei dir sein sollen. Warum hast du nichts gesagt? Ich weiß, ich trinke zu viel, aber... Nein, du Idiot. Derwald schickte eine Nachricht. Er wollte mit mir verhandeln. Ich nahm dich nicht mit, weil das ganz klar eine Falle war. Dir sollte nichts passieren. Aber die Falle war leider zu gut. Hätte ich nicht gedacht. Hör zu. Derwal plant etwas Großes in Meridian. Er sagt, Avad wird erleben, wie Rauch seine Sonne verdunkelt. Dein König braucht dich. Keine Kindereien mehr. Du musst jetzt schnell erwachsen werden. Okay. Versprochen. Und wehe, wenn nicht, kleiner Bruder. Natürlich stirbt er jetzt direkt in unseren Armen. Nein, nein, bitte. Ich enttäusche dich nicht. Versprochen. Gott, wie traurig. Erend, es tut mir leid. Wir müssen Derwal finden. Aber Meridian ist groß. Ich gehe hier alles durch. Vielleicht gibt es einen Hinweis. Tja, er sah tot, ne? Hätte ich nicht mit gerechnet, dass sie wirklich stirbt. Das ist schon krass. Aber hier war doch noch Sachen. Hier. Das hier wollte ich noch. Boah. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Ja, das mache ich. Da lege ich definitiv was anderes ab. Drei epische. Ich hau mal ein paar mehr weg. Ich weiß, die sind alle ein bisschen was wert. Ich müsste die eigentlich mal verkaufen. Nur Notizen über seine Basteleien. Handhabungsspule, cool. Brief zwischen den Seiten. Abriss und nochmal Hand- und Feuerschutz. Auf dem Weg nach Meridian. Wenn wir die finden, finden wir bestimmt auch der Wahl. Was soll ich machen? Rede mit Erend nochmal. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Gehen wir zurück zum Palast. Geh. Ich bleibe nicht lang. Ich muss mich noch um meine Schwester kümmern. Alles klar, dann machen wir. Ups, ich wollte Fokus nochmal gucken. Diese Maschine wurde akribisch auseinandergebaut. Neue Hauptquest, die Sonne soll sinken. Okay. Was für ein seltsames Gerät. Wunderschön gearbeitet. Von uns, ne? Was ist das da? Feuerspucker. Ah, das ist der Feuerspucker, der oben liegt, ne? Okay. Ja, den hätte ich vorher mal gebraucht. Ich komme nach Meridian. Ich brauche nur etwas Zeit. Ich komme nach Meridian. Ich brauche nur etwas Zeit. Aufnehmen, Waffenspule. Achso, da drüben, die ich weggeschmissen habe. Okay, alles klar, wir sind hier durch, ne?
Jetzt mal kurz gucken. Stufe 18. Ja, dann bevor wir nach Meridian gehen, machen wir hier, ich sag ja, wir machen das ein bisschen nach Dingenskirchen. Außer die Tutorials und die Jägergebiete. Das heißt aber, wir haben hier Aufträge. Neben hier Auftrag, das hört sich doch gut an. Auftrag in fremden Landen. Untersuche das verlorene Dorf. Wo müssen wir da hin? Oh, Alter. Ist ja fast beim Startgebiet. Das hier sollen wir untersuchen? Alles klar. Da haben wir doch schon Lagerfeuer. Machen wir. Ich lese mir gleich nochmal die Quest durch, um was es da genau ging. Ich will so ein paar Nebenaufträge immer mal mit einfließen lassen. Auch, dass man einfach, dass man alles gemacht hat, ne? In dem Spiel, zumindest die Quests. Ob ich jetzt die ganzen Blumen und so loote, noch keine Ahnung. Schauen wir mal. Kein Plan. Mich nervt das, dass in der vorletzten Folge der Sound nicht vorhanden war, der Ingame-Sound. Es lag wahrscheinlich einfach daran, weil ich OBS schon lange Zeit nicht mehr geupdatet hatte. Das nervt mich ein bisschen. Aber ist jetzt leider nicht mehr zu ändern. Ich kann es ja nicht nachspielen. Ich habe ja abgespeichert. Ist ein bisschen schade, ne? Wir haben noch so viel zu tun hier. Ist echt krass. Ist echt krass. Und der Ladebildschirm dauert sehr, sehr lange. Das nervt mich auch noch ein bisschen. Ich bin schon am überlegen, ob ich mir eine SSD einsetzen soll. So, ganz kurz gucken. Balan, Hauptmann im Tagturm, braucht Hilfe bei der Suche nach einer im Tal vermissten Katscha-Patrouille. Okay. Eine der Kaja ist hier gefallen. Die anderen haben sich zurückgezogen. Aber wohin? Wohin nur? Ich muss, tut mir leid, ich musste auch das Wildschwein töten, ne? Ja, ich bin nämlich die ganze Zeit fast am Verrecken. Ich hoffe, der hat jetzt fettes Fleisch. Yes. Wichtig. Kann ich mir nämlich einen Heiltrank machen und mich wenigstens ein bisschen voll heilen. Ein. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Was wirst du bereuen? Einen Heiltrank geschluckt zu haben? Wieso willst du das bereuen? Ist doch Blödsinn. Wo muss ich hin? Diese Richtung. Ich speichere nochmal ganz kurz. Ach, folge den Spuren muss ich ja machen, ne? Ich kann auch vielleicht fettes Fleisch dabei haben. Jo. So muss das. Noch ein Kaja-Soldat, wenigstens ein schneller Tod. Thank you.
Spannung. Die Spuren sind hier weg. Da drüben gehen die weiter. Nein, beide Köpfe weg, bitte. Okay, Aloy. Recht. Und jetzt? Gehen die mehr nach? Ne, die hauen normalerweise ab, ne? Gewusst. Mann, 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 Junge. Ein Händler entdeckt. Da verkaufe ich jetzt mal ein paar Spulen. Ich brauche so viele eh nicht. Verkaufen. Von den ganzen Schüssel kannst du alles verkaufen, ne? Das kann ich auch verkaufen. 20 kriege ich dafür nur. Grün verkaufe ich jetzt. Besonders die, also die mit drei verschiedenen hätte ich mal nicht verkaufen sollen oder mit zwei. Aber die mit nur eins, ganz ehrlich. So lassen wir das mal. So, und jetzt gucken wir mal. Ich kaufe mir jetzt mal ein paar Tränke, ganz ehrlich. 35 kostet das. Da muss ich Rohstoffe für zahlen. Ich habe gedacht, Scherben. Inventar ist voll. Okay. Das kann ich sicher noch gebrauchen. Das stimmt, das kannst du. So. Jetzt haben wir hier aber wieder mal Fetttränke. Das ist schon mal gut. Erstmal die kleinen nutzen, ne? Setz ich gleich mal ein. Und so viel hat das jetzt auch nicht gekostet. Also alles in Ordnung. Alles im Rahmen. Etwas Vorrat. Klar. Steine nutze ich auch viel zu selten eigentlich. Da vorne geht die Spur weiter. Ich bin hierher gekommen, ne? Suche das Gebiet. Hier? Das ist Lagerfeuer. Da hinten ist der Drutan, den ich jetzt noch kurz schlachte.
Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Das ist sicher, dass ich das bestimmt bald gebrauchen kann. So, untersuche das Gebiet. Das ist das Teil, was da auf dem Boden liegt, oder was? Kann ich nicht. Das kann nicht Ach, einfach hier. Anderen Kaja sein. Jemand hat fast seinen Kopf verloren und ist weggerannt. Okay. Folge der Spur. Klar. Ach, sorry, wenn ich hier wenig kommentiere. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was hier los ist. Keine Viecher zum Looten. Schade. Überall Blut. Er hat eine Maschine etwas ins Wasser gezerrt. Vielleicht hat er es zur Insel geschafft. Wieder folge den Spuren. Finde Larkus auf der Insel. Lack hier, nicht Lack, Larkus. Okay. Kann ich tauchen eigentlich? Nee, ne? Nee. Lecker Lachs hier irgendwo, yo. Oh Gott, was ist hier alles? Oh, das ist ein Schnappmäul da drauf. Und da auch. Vorsicht, oh mein vor Gott. Der Maschine. Das ja, sieht ja. nicht freundlich aus. Hau ab, hau ab, hau ab. Oh mein Gott. Ich will nicht gegen das Viech kämpfen. Ich weiß nicht mal, wo das ist. Ziemlich lahm. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Keine Ahnung, wie viel Schaden das Ding macht. Oh Gott! Oh Gott! Das sind drei. Ich hau jetzt mal ab. Okay. Welche Feuer hört es doch schon mal gut Kümmert an. Euch wieder um euren Kram. Nee, ich will jetzt testen, ob ich die kaputt kriege. Das schwimm, schwimm! Was jetzt? Wo kommt die jetzt her? Wo kommt die da drüben? Oh. Um Gottes Willen! Wo kommen die alle her?
Aber das Feuer ist geil. Das Feuer hat den richtig zugesetzt. Aber das waren halt drei, die dann plötzlich auf mich geschossen haben. Was geht denn ab? Guck mal, die kämpfen gegeneinander, ist ja geil. Ich hoffe, sie kämpfen noch weiterhin gegenseitig. Guck mal, den da drüben kann ich auch noch erledigen. Looten können wir später. Okay, der ist down. Ich hoffe, hier ist keiner mehr. Okay, das ist schon mal ganz cool. Hier, guck mal. Textdatenpunkte Welt. Hallo. Unsere Datensätze zeigen, dass Sie sich sicheren, komfortablen und günstigen Apartments in der Gegend von Salt Lake City gesucht haben. Sie sollten das Riker-Gebäude in Erwägung ziehen. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und studieren Sie die Vorteile, die wir unseren Mietern bieten. Komplett automatisierte Phonanlage, bewacht von einem hochmodernen Roboter-Sicherheitsalarm-Team. Immer gemütlich. Die biometrische Klimasteuerung passt die Temperatur in jedem Raum automatisch an. Kostenloser Fahrrobote bei Abschluss eines Mietvertrags. Lassen Sie Ihren Boten Einkäufe erledigen und Pakete abholen, während Sie den Luxus des Rikers Lifestyles genießen. Auf unserer Holo-Seite finden Sie eine kostenlose, voll immersierte Tour durch unsere Anlagen inklusive einer anpassbaren Simulation Ihres zukünftigen Riker-Apartments. Besuchen Sie uns noch heute und fangen Sie ein neues Leben an. Yeah. So, ich würde sagen, den Typen suchen wir das nächste Mal, ne? Bye, bye.